Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Violand. Ich bin Dev und wir befinden uns hier im Cyrus Festung, Schloss, irgendwas. Und ja, letzten Schätzer. Ja, Glück, dass ich gesaved hätte. Dämlicher Vogel. Los, komm. Keine Chance gegen mich. Ja, auf der Suche nach dem letzten Schatz. Und dieser wird irgendwo sein, hoffe ich. Hui. Ein Sperrding. Toll. Tot. Super. Verdammt, noch einmal. Ja, warum ist das nur so schwierig? Ich bräuchte so eine Feuerkappe. Damit ging das um einiges einfacher hier. Los, kommt kein Sperrding. Komm, ja. Komm, keine Sperrding. Komm. Und tot. Und so soll es sein. Kappe. Und kriech. Kriechen, 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 kriechen. Gehen. Ach ja, das wird so Springeinlage. Ich erinnere mich. Ui. Oh, was befindet sich hier drin? Ach ja, dieses Ding. Schönen Dank. Ui. Damn. Oh. Oh, ich sollte mir vielleicht überlegen, ob ich mir so einen Helm anschaffe. So, meine lieben Freunde, da stehe ich jetzt. Hier, mein Cap. Und jetzt werde ich mich durchboxen. Mega Spumbe. Ja, nämlich Piraten. Keine Chance gegen mich. Auf geht's. Weitläufiges Gebiet, würde ich sagen. Hier haben wir. Ach, ein Schlüssel. Okay. Nehme ich schon mal mit. Was habe ich hier? Ach, nehme ich auch mal mit. Ist vielleicht gar nicht mehr so unpraktisch. Ein mächtiger Schlüssel der Mächtigkeit. Wah. Schmecke ihn. Ah, nö, das Ding ist vielleicht nicht. Geht's mal nach links oben. Aha. Wusste ich doch, dass ich die Kappe brauche. Siegverderfer. Siegverderfer, würde ich sagen. Eindeutig. Diamantring, unser. Yeah. Und ich würde sagen, ich mache das jetzt zu Ende und dann. Ach, ich würde sagen, ich schneide einfach und dann finden wir uns bei dem Jin-Kampf wieder. Bis dann. Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Violand. Ich bin davon, wir befinden uns hier in, ja, beim Genie. Wisst ihr ja. Ich hab's einfach nur rausgeschnitten. Warum sage ich das? Bla, genau so. So, es gibt Wolken. So, schon zwei Hits weg. Vier Hits. Ich glaube, sechs Hits braucht er. Ja, weiß, wie man es machen muss, ist eigentlich lächerlich, so Boss. Ich will eigentlich noch nicht mal als Boss bezeichnen. Das macht er nicht schon großartig. Die Taktik ist ja vor eher was für. Na toll, dann ist mir die Wolke auch nichts. Naja, egal. So, ausgereicht. Fertig. 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 Und ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich das in zwei Teile teilen muss oder wann überhaupt. Und ja, auf jeden Fall lasst uns rein und das Ende genießen. Diesmal aber mit
besseren Dingens. Und yeah. Bam. Ich hoffe, diesmal gewinnen wir auch ein Schloss. Ein Schloss, ein richtiges Schloss. Okay. Ja, wir wissen, Mario kommt und Mario hört ab und yeah. Wir sind ganz traurig. Aber wenigstens haben wir die Lampe. Rubbel, rubbel, rubbel. Ja, du kannst ja super einrubbeln, Mario. Magie. Magie. Genie. Langfreundlich. Ja, yeah, fett. Du bist deine Mundfreund. Überleg. Was wünsche ich mir? Ja, ein Schloss. Ich will ein Schloss. Gib mir ein Schloss. Na klar, gib du mir Zastler. Ich bin nicht die Wohlfahrt. Bezahle, ne? Okay, meinetwegen. Dann buchen wir mal ab. Das sind meine ganzen Schätze. Yeah. Yeah. Gibt's hier auch einen Maximalwert? Na komm schon. Ich habe doch jetzt fast maximalen Münzanzahl gehabt. Da muss doch jetzt was rausspringen. Los. Zeige mir. Zeige mir mein Schloss. Zeige. Britzel. Brat. Na, los. Zeig her, Alter. Zeig her. Ich will sehen. Wie, das ist wieder so ein dreckiger Baumstumpf. Das ist doch mein Schloss, wie es mir würdig ist. Das ist cool. Das ist genial. So. Und damit würde ich sagen, ist das das Ende von Let's Play Mario Land. Wie sagt man so schön? Ende gut, alles gut. Und der Sound ist ganz schön kacke. Und ich weiß nicht, ob ich ihn irgendwie leise kriege. Und ich denke mal nicht. Und tut mir leid deswegen, dass es so kacke war. Aber ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also mir hat es Spaß gemacht. Und ja, es war ein schönes Spiel. So Leute, da bin ich nochmal. Das war voll verarscht. Denn das war noch nicht das Ende. Denn ich habe noch ein paar Münzen gefahren. Und jetzt sehen wir das richtige Ende. Mit maximaler Münzanzahl. Also hier wieder dieser lustige Geist. Ja, Wunsch frei, bla. Ja, ja, wir wissen es, wir wollen ein Schloss. Und er will Geld. So, ganz genau so sieht das aus. Dann gehen wir zur Bank und heben unser ganzes Geld ab. Bam. So. Voll fett. Schaut euch das an. So viel Kohle muss man erstmal haben. Bam, bam. So. Ganz genau. Diese 99.999 verpacke ich jetzt in irgendwie ein paar Säcke. So, und jetzt schaut, was wir dafür bekommen. Ich habe keine Ahnung, was du sagst. Was kann noch prächtiger sein als ein Schloss? Mit seinen kosmischen Kräften erschafft der Genie. Na? Na? Was erschafft er für uns? Nichts. What? Wir schweben. Wir fliegen. WTF. Wow. Ein ganzer Planet. Ganz für uns. Ein wahrer Planet. Das ist der König der Welt. So. Das wollte ich euch noch zeigen. Das ist dann jetzt aber das richtige Ende. Das wirkliche Ende. Speed ich mal ab. So. Eigentlich würde ich das, hätte ich gleich so machen können, aber mir ist es dann erst später aufgefallen und ja, tut mir leid. Aber noch einmal.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Beachtet mich auch bei meinen anderen Let's Plays und bla bla, den Rest kennt ihr ja schon. In diesem Sinne würde ich dann sagen, na, seid ihr mal fertig. Loser, sind bei Nintendo. Ja. Danke für dieses perfekte Game und bis zum nächsten Mal. Euer Derfer. Ciao.